Ich habe das mit 8 gemacht, meine Kommunion. Mit Patrick zusammen. Ja, du warst ja ein bisschen früher, ne? Ich war früher, genau. Wir haben Fahrrad geschenkt bekommen. Ja, ich auch. Unsere Eltern haben das ganze Geld behalten. Und also gesagt, ja, das geben wir euch später dann irgendwann mal. Und dann hieß es ja, wo ist unser Geld? Ja, wir haben euch dafür Klamotten gekauft. Ja, und euer Fahrrad. Euer Fahrrad. Wie? Ihr bekommt kein Geld. Ihr kriegt jeden Monat Essen. Das ist eure Bezahlung. Ihr dürft bei uns wohnen. Hallo, mit 8. Da sind wir schon irgendwo hingegangen und mussten auf dem eigenen Bein stehen. Es war nicht lästig, es war ein Muss immer. Man hat es gemacht, weil man wurde so erzogen. Die Eltern haben es gemacht, die waren jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Und das war dann immer so, die Freunde, die sind dann immer mittags, also die deutschen Freunde, auf den Spielplatz gegangen, ja, sonntags. Und wir in die Kirche und dann, ja, kannst du mitspielen? Nee, ich muss noch in die Kirche, ich komme dann später erst. Wurde deutsch-polnisch abgezogen. Polnisch konnte ich direkt. Besser sogar als meine Schwester, die in Polen geboren ist. Aber sonst keine Probleme. Zu Hause polnisch, in der Schule war es dann deutsch. Also meine Eltern haben sehr spät geschaltet und gemerkt, dass es blöd ist, irgendwie nur mit einer Sprache aufzuwachsen. Ich bin nur mit Deutsch aufgewachsen. Und haben dann auch noch auf Polnisch umgeschwenkt irgendwann. Aber nö, für mich war das ganz normal, denke ich. Zu mir haben sie noch Polnisch gesprochen und bei meinem Bruder haben sie gesagt, nö, den nur Deutsch erziehen. Und ich habe noch Polnisch alles verstanden, konnte aber kein Polnisch reden. Und dann erst in der zweiten Klasse, deswegen ist die Einschulung eigentlich richtig deutsch bei uns gewesen, weil wir Deutsch waren, wir konnten kein Polnisch sprechen. Und wir haben erst in der zweiten oder dritten Klasse haben wir angefangen, Polnisch zu lernen. Und dann haben wir Polnisch erst ab da an gekonnt, zu sprechen und alles zu verstehen. Weil vorher waren wir eigentlich Deutsche, so gesagt. Wie gesagt, die sind ja auch alle deutsch aufgezogen, sag ich mal, mit der Sprache und allem drum und dran. Und ja, das merkt man ja überhaupt nicht. Also zum Spaß verbessere ich dann auch ab und zu nochmal die Grammatik, ne? Aber das ist nur, um die Leute aufzuziehen, nicht jetzt um zu sagen, hey, hier, ich kann das nicht ab. Ja, zum Spaß mache ich auch ab und zu grammatische Fehler. Ja, genau. Grammatikalische, aber egal. Grammatisch. Um das mal hier einzubringen, ne? Ja, das ist natürlich gut. Grammatische Fehler. Aber jetzt erzähl deine Geschichte. Nein, es war das, dass ich auch ein Mädchen eigentlich sein sollte, weil meine Eltern frisch nach Deutschland gekommen. Meine Mutter konnte überhaupt kein Deutsch. Mein Vater konnte so ein bisschen gebrochen Deutsch. Und dann hieß es so, der Doktor meinte so, ja, bei der Ultraschalluntersuchung, es wird ein Männchen. Meine Eltern so, ja, top, wird ein Mädchen, ne? Kaufen alles in Pink ein, alles. Meine Mutter bei der Entbindung, ich komme raus, oh. Das ist aber kein Mädchen. Das ist doch dynamisch. Naja, und dann kam ich als Männchen dann. Und dann müsste man halt ganz kurzfristig entscheiden, wie ich heißen sollte und alles umändern. Dann hast du das erste Jahr lang rosa getragen. Ja. Und dann in der Schule kommen auch immer diese Stereotypen durch, so wie irgendwen ist was abhanden gekommen und dann, ja, Steven, was Steven, hast du geklaut? Ja, 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 was? Immer gleich die Polen. Klischee. Ja, immer diese Klischees. Weil es vielleicht früher so war, dass die Polen wirklich mal, es gab eine Zeit, dass sie nicht so viel hatten und vielleicht tendenziell mehr Sachen eingesteckt haben, ohne zu bezahlen, als es jetzt üblich ist. Und jetzt ist das Klischee einfach so hängen geblieben, weil die Polen, die ich kenne, die klauen genauso viel wie Deutsche klauen oder klauen gar nicht so viel wie Deutsche klauen. Also es ist genau gleich. Ja, in Deutschland gibt es das genauso, dass die Leute nicht genug Geld haben, dass sie gerade so das Essen hinkriegen und dann wollen sie ihren Kindern auch mal was zu Weihnachten schenken. Und dann wird hier in Deutschland auch geklaut. Das ist ja nichts Unbekanntes. Weihnachten. Wie habe ich Weihnachten dieses Jahr verbracht? In der Küche. Beim Abwasch. Also ich habe nichts gegessen. Für mich ist Weihnachten der blanke Horror. Es gibt Gzibowa, also Pilzensuppe. Ich hasse Pilze. Dazu gibt es Fisch. Ich hasse Fisch. Und gut, ich habe Kartoffeln gegessen. Für mich gab es Weihnachten Kartoffeln. Und sonst habe ich abgewaschen. Dann, ja, hat es euch geschmeckt? Ja, ja. Und ich habe da Abwasch gemacht. Zu Weihnachten ist es noch zu sagen, bei den Polnischen gibt es immer noch so einen Extraplatz. Falls jemand kommt, der nichts hat, der kann sich dann zu uns gesellen. Das ist jedes Mal so. Dann komm ich nächstes Mal rum. Kannst du machen. Also er macht das wirklich, du kannst, der hat nichts zu essen zu Hause. Ich wette mit dir, du kannst zu jeder polnischen Familie gehen, da hast du einen Platz sicher. Hundertprozentig.
Und um Platten teilen. Und dann Glück wünschen und ja, was genau. Weiß ich, immer wünschen ist dabei. Ja. Naja, dann gibt es die Geschenke. Und die Jüngsten müssen immer die Geschenke verteilen. Und dann dürfen sie erst die eigenen aufmachen. Und so war das dann auch diese Weihnachten. Aber ich habe die meiste Zeit nur in der Küche beim Abwasch verbracht. Bei mir ist es auch so mit dem Essen mit Fisch. Ich bin jetzt auch nicht so der Fisch-Fan, aber... Ja, bei euch gibt es immer Fisch an Weihnachten. Ja. Genau, das, ja, Fleisch ist, das darf man nicht essen. Ja, genau. Das ist so... Das ist einfach Standard. Das ist jedes Jahr so, dass es Fisch gibt. Ja, ey, sei mal froh. Und sei mal froh, dass es bei euch nicht so eine Schwachsinns... Kartoffelsalat mit... Kartoffelsalat mit Bockwurst, ey. Viele deutsche Familien machen das, ey. Das ist Tradition. Ja. Was ist das? Ich setze mich an Weihnachten hin und esse Kartoffelsalat mit Bockwurst. Jetzt mal ehrlich. Das ist nichts. Zum Glück machen wir das nicht, ey. Aber es ist ja wirklich eine deutsche Tradition. Das Wichtigste, was man wissen muss bei einer polnischen Gastfreundschaft, man wird dreimal gefragt, ob man was will. Also man muss dreimal wirklich Nein sagen, bevor man das wirklich meint. Also, hast du Hunger? Nein. Okay, hier kriegst du noch was. Hast du Hunger? Nein. Hast du Hunger? Nein. Hier kriegst du noch was. Erst beim dritten Mal Nein wird das wirklich wahrgenommen. Ich fühle mich auf jeden Fall als Deutscher, aber ich finde auch gut, dass ich polnische Vorfahren habe. Ich finde das nicht schlecht. Ich finde das, es ist gut, eine polnische, also in Ausland fahren zu können und da jemanden zu haben, also eine Familie in Polen zu haben. Ich finde das sehr gut. Ich finde das echt cool. Also so aufgewachsen zu sein, immer mit so einer großen Familie, das fand ich echt schön.